Jetzt spielen, auch Minecraft Ich, mit Shader-Gedöns. ja, ich habe hier die Aber das 30 interessiert mich FPS, eigentlich auch die nicht, 30 ne? FPS haben sich, glaube ich, seit gefühlten 30 Jahren nicht bewegt. Alter, hier ist Ja, ich kann Minecraft Sponsor auch noch. spielen, halt nur nicht mit irgendwie speziellen Besonderheiten und Ja, das ist Gehbewegungen ja, oder so ein Scheiß. es ist ja kein Weltuntergang. Nö, solange ich es im Moment noch spielen kann. Natürlich ist es klar, ich werde auch bald einen neuen PC kaufen, aber Jetzt geht halt ja noch. nicht. Solange man, ich hätte auch natürlich hätte ich noch spielen können, aber es ist einfach, wenn man sich, wenn man vorhat, solche Videos zu machen, dann ist man natürlich darauf aus, Qualität zu liefern. Und das war mit meiner alten Grafikkarte ja irgendwie nicht möglich. Oh, nö, ist klar. Also nicht richtig, also schon, aber halt nicht mehr so, dass ich es dann noch ruckelfrei alles machen kann. Und das hat mich einfach nur gestört. Das wollte ich halt nicht. Also ruckelfrei muss das ja wohl schon laufen. So, und das hier ist vollkommen ruckelfrei, auch wenn es auf meinem Bildschirm nicht so aussieht. Ich habe immer das Gefühl, dass 30 FPS irgendwie nicht genug sind. Also 40 muss ich irgendwie schon haben. Auch ich weiß, das Auge sieht nicht mehr, aber ich sehe das. Das ist das Problem. Und du fühlst das. Und ich sehe das irgendwie, dass das nicht flüssig läuft. Und man merkt es halt einfach auch. Ich meine, wenn ich habe mir mal ein Video reingezogen, da wurde 17 mit 27 und 60 FPS verglichen. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe mir gedacht, what the fuck, ist das ein Unterschied zwischen diesen 27, zwischen diesen guten 30 FPS und 60. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und den sieht man. Da kann mir Ja. keiner was erzählen. Das Bild ist viel weicher. Viel schöner. Viel einfach anders. Na gut, bei YouTube ist das so eine Sache, dass bei YouTube ist automatisch 30 FPS. Du kannst auf 60 rendern, aber es ist YouTube ist konvertiert das ja auch wieder. Dadurch ist die Videoqualität auch nochmal ein Stückchen schlechter. Aber im Großen und Ganzen sind 30 FPS auch für YouTube auf jeden Fall genug. Also da kann mir keiner was erzählen. Mehr als 30, ab wie viel, warte, mehr als, keine Ahnung, sieht ein menschliches Auge eh nicht, also von daher. 25, glaube Das ich, oder sieht, so. glaube ich, auch irgendwie unter 30, glaube ich sogar noch, also von daher. Ja, aber 30 FPS sehen ruckelig aus. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viel das. Die Also Sache ich, ist, das ein menschliche Auge sieht nicht YouTube-Video so viel. ist 30 FPS, das sieht nicht ruckelig aus für mich. Nö, Nur wenn du das aber. mit 30 FPS spielst, dann ist es ruckelig. Ich weiß nicht, es sieht so anders. Ich weiß nicht, man sieht das, man merkt das auf eine gewisse Art irgendwie. Das ist irgendwie teils auch irgendwie ekelhaft. Ich weiß nicht, es ist manchmal ganz merkwürdig. Und ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt hier schon mit meinen 20 Minuten überziehe. Boah, hast du es gleich, Lautsprecher? Ach, bringst du deinen Lautsprecher um? Nee, du. Ach so, das möchte ein paar Beats abspielen für dich. Erkennst du auch, wenn du angerufen wirst, zum Beispiel, und das Handy Ach liegt so, komplett an. ja, genau. Dieses komische Geräusch, ja, ich weiß, Das das ist kenne ich. nervig, Das ja. ist ja, weil man, ich habe ja hier noch, ich habe zwar noch Stereo-Boxen hier stehen, aber ich habe eigentlich mal mein Headset auf, weil ich das zum Spielen und der Klang auch einfach angenehmer ist. Aber wenn ich dann mal die Boxen anhab, falls dann irgendwie jemand zu Besuch ist, weil dann ist es ja assi, ich sitze mit meinem Headset daneben und der andere, der guckt nur doof, dann merke ich das auch, dieses komische Geräusch, weil mein Telefon ja neben mir steht. Ja, das Geräusch ist schon echt nervig, aber ist normal. Ich glaube, das sind diese Strahlen oder was, die da gesendet werden. Aber ich habe irgendwie, glaube ich, So. mir die Decke verkackt hier. Ich habe, glaube ich, die Decke eins zu hoch gesetzt. Kann das? Keine Ahnung. Komm mal gucken hier. Ich glaube, es ist richtig, oder? Ich glaube, das ist Ja, jetzt ist überall richtig. so. Also ich habe jetzt auch hier, der Grundriss ist fertig. Also du kannst jetzt einmal komplett rumlaufen. Ja. So, hier musst du nur zumachen und dann mach mal hier mit Cobblestone zu. Ich mach das außen mit Dörte zu. Mit Dörte? Ja, Ich damit kann das das aber nicht mit wieder. Kobble zumachen, weil wenn ich das jetzt zumache, muss ja ein höher. Oh, Und ich gehe mal okay. nach draußen. Es muss ja so gesehen hier sein. So. Na, Wie dann mach. fühlst du?
Ich flieg nicht. Oh, das ist ein Internet-Lag. Ja. Toll. Warte, ich mach zu. Ja, so muss das ja sein. Dann müssen wir es. Ne, warte, das ist sogar falsch. Es muss noch ein höher. Hä? Oh. Okay, das ist schon echt ein bisschen kacke. Dann müssen wir irgendwie alles umbauen, auch draußen mit dem Garten. Ja. Ich mach das jetzt mal hier so lange wieder weg. Das Loch kann ja erstmal noch bleiben, das kann man dann nachher gucken irgendwie. Weil erstmal müssen wir das, glaube ich, dann hier draußen umbauen. Das muss irgendwie anders gesetzt werden. Keine Ahnung, du kannst ja jetzt nochmal eben abschließend was dazu sagen. Einmal und dann. Lol. Ey, mein armer Wolfgang Hubert ist eingesperrt. Von einer Crafting Bank. Oh nein. Meins geht's gut. Meins geht's. Dritten Hütchen. Ah, toll. Aber 7, warte. Ich weiß noch gar nicht, wie ich diese Folge hier nennen soll, weil ich über so viele Sachen geredet habe, aber was war denn das Kernthema? Hallo, guck mal, du hast einen neuen Kollegen. Wieso hast du es umgebracht? Weil das nur ein Wolfgang Hubert ist. So, Wolfgang Hubert, ich hoffe, dir geht's jetzt wieder besser. Aber da muss das ja quasi auch weg. Alter Vater, das ist nur ein bisschen Arbeit hier. Was ist hier? Das ist hinter dieser Mauer. Noch mehr Mauern. Alter Schwede, was ja auch immer hier abgeht, ey. Alter, wieso habe ich jetzt einen Zaun nehmen, wenn meine Winter immer weg, ey? Also? Alter, was ist denn das jetzt hier? Das ist die Mitte. Ach du Scheiße, ey. Ja, so ein bisschen Arbeit vor uns. Ja, wo du recht hast. Hab ich recht. Und hier kommt dann Drag. So, die Fackeln setze ich, wenn das hier fertig ist, nochmal neu. Aber jetzt, um hier mal ein bisschen erstmal Licht reinzumachen, generell. Ja, hier ist auch noch ein Loch nach oben. Setze ich hier einfach mal ein paar Fackeln. So, gut, also ich glaube, Weg, so, und dann ein paar Bäumchen, ein paar Blümchen. Ja, aber ich glaube, wir hören jetzt an der Stelle einfach mal auf, weil wir haben schon 10 nach 11 jetzt. Ich will weitermachen. Ja, ich eigentlich auch. Ich würde jetzt auch noch weiterspielen. Aber ja, ich muss morgen um 8 Uhr an der Schule sein. Ich muss um 7 Uhr aufstehen. Ein bisschen Schlaf brauche ich ja auch. So leid es mir ja tut. Aber auch ein Hackerchor muss schlafen. Und morgen Abend, ich weiß gar nicht, wie es Mittwochstundenplan technisch aussieht. Aber ich glaube, ich habe um 9 habe ich jetzt diese Woche nicht mehr, also später Schule. Weil sonst hätte ich jetzt meinetwegen um 9 gehabt oder so, dann hätte ich jetzt auf jeden Fall noch weitergemacht. Das ist keine Frage, dann hätte ich bestimmt noch bis 11:30 oder so. Aber ja, es ist einfach zu spät, also das ist. Keine Ahnung, ich muss mich jetzt hinlegen. Ich gucke jetzt wahrscheinlich noch ein Video. Ich glaube, ich gucke guck mal die aktuelle Folge von Gronkh jetzt an, von Minecraft. Weil, keine Ahnung, ich kann den eigentlich ganz gut leiden. Wieder im Moment. Keine Ahnung, das Zeitlande konnte ich mir irgendwie gar nicht angucken, da war das irgendwie zu langweilig für mich. Aber jetzt mittlerweile geht's eigentlich wieder. Ich, keine Ahnung. Ich habe mir dieses Let's Rutsch, habe ich mir auch komplett angeguckt. Das waren, glaube ich, zwei Stunden oder so. Das habe ich mir wirklich komplett reingezogen am Nachmittag, weil das einfach von. Weil da einfach vernünftig ist, der Mann, und das, was er redet, einen gewissen Sinn hat oder und auch eine gewisse Logik hat, finde ich. Also, keine Ahnung, da ist was hinter, was andere irgendwie nicht haben. Ich kann ihn gut leiden, den Mann. Also ich kenne ihn natürlich nicht persönlich, aber von dem, was ich von ihm weiß, kann man schon sagen, dass es ein ganz vernünftiger ist. Man muss es ja so sagen. Also, zum Beispiel, der ist ja komplett anders wie zum Beispiel Pizmeat. Zum Beispiel. Voll seriös, aber trotzdem auch auf eine lustigere Art. Genau. Also, er ist lustig, genau so, aber auch genau. Seriös.
Er hat einen gewissen, er hat nicht so einen ausgefallenen Humor. Er hat einfach, ich meine, man merkt das natürlich, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich glaube, der ist ja schon gut 35 oder sowas, oder wenn nicht sogar noch älter. Aber weißt du, der ist ja schon auf jeden Fall über 30, soweit ich weiß. Das ist schon ein Rentenjunge schon. Oh ja, Der ist ja, also man. 36 wieder. Am 10. April. Ach so, Stalker. Er ist ein deutscher Verfasser von Videos über Computerspiele. Ach so. Sogenannter Let's Plays. Haha. Bertie stalkt alle Menschen. So, und der hat einfach ein, der ist ein anderes Baujahr einfach. Das ist was anderes, wenn du 80, hier, Quatsch, 80 sage ich schon, 75. 75, 77, genau, 77 geboren bist oder sowas. Das ist was anderes, als wenn du meinetwegen schon, alleine nur 5 oder 6 Jahre später, die Leute sind schon wieder ganz anders. Sagen wir mal so, mein Vater ist so wieder komplett anders als von Kollegen. Sein Vater, so ein Kollege, sein Vater, der sitzt nur vom PC und macht dies und das. Und mein Vater zum Beispiel, der geht weg mit der Scheiße. Ja, und so ist mein Vater nicht, der ist 65er Baujahr ist der. Der ist, also wird jetzt 38. 64. Siehst du? Ja, Aber du so bist wie aber das auch. Du. von denen, du kommst aus der Stadt, ich komme vom Land. Ja, Sag es mal, wie ist das ja so auch ist. wieder was anderes, weißt du? Du lebst einfach ganz anders als ich jetzt hier meinetwegen, weißt du? Oh, Ich von bin, weißt du, das Einzige, was ich hier gewohnt bin, sind hier rechts ein kleines Stückchen Wiese, wo Hunde drüber laufen, weißt du? Hier das, und dann ein paar Bäumchen stehen. Und dann aber in die andere Richtung gucke ich und auf einmal stehen überall Häuser. Das kenne So ich nicht. größere Häuser, weißt du? Das kennst du nicht. Das ist was Ja, ganz ich kenne nur anderes. Hochhäuser, Siedlungen und so Ja, weiter, aber natürlich, nicht aber häuslich, nie da diesen. gewohnt. Weißt du, das ist was, ich meine, ich liebe Land. Es ist einfach schön, weißt du? Ich habe meine Oma hat ja auf dem Land gewohnt. Also, was heißt Land? In so einem kleinen Dörfchen hat die einfach gewohnt, weißt du? Und dann bin ich aus der Tür rausgegangen, hab nach rechts geguckt und hab mir gedacht, boah, ist das schön. Ein dickes, schönes Feld, auch wenn da manchmal Gülle drauf lag, weißt du? Aber das gehört einfach irgendwo dazu. Irgendwie, ich weiß nicht. Und die Luft ist da einfach so rein, so ganz anders. Ich bin einmal bei mir aus der Haustür raus und hab. Und so ein Gerochen und hab, oh, das riecht fast wie Landluft, aber Ist das wirklich? Landluft ist unbezahlbar. Ich weiß, es ist ganz anders, aber mal irgendwie Und vor allem ist hatten das wir viel mal in gesünder. Bayern, waren mal in Bayern Urlaub, das ist gleich wieder was anderes, als wenn wir hier sind, also diese Luft. Ach, ne. Ich bin nur glücklich, dass ich hier bin. Und nicht da. Oder bei Ja. dir. Obwohl, vielleicht auch in der Stadt. Hier, so schlimm ist es hier noch nicht. Ich meine, hier stehen eigentlich hauptsächlich Hochhäuser. Aber es ist. Was an hier ist es wieder was anderes, als wenn du wirklich im Herz von Köln wohnst. So Altstadt oder so, weißt du? Da sind viel mehr Menschen, da ist, ich weiß nicht, das ist so anders. Und ich stehe jetzt hier nur doof rum. Ich bewege mich hier nicht mehr bei Minecraft jetzt, aber das Ich bin ist. auf Desktop. Ja, ich sehe das Spiel noch. Also ich nehme das hier immer noch weiter auf, jetzt, ne? Ich meine, es ist einfach. Ich hab's genossen, wirklich. Als ich bei meiner Oma, in den Ferien immer eine Woche da war oder manchmal sogar zwei. Und dann mit meinem Cousin da ein bisschen im Split gespielt habe, in diesem komischen Steinen, weißt du? Split kennst du bestimmt, oder? Ich wollte schon sagen, musst du eigentlich kennen. Aber der Bertie, ach, werkelt noch ein bisschen. Ich habe jetzt gerade keine Lust irgendwie. Ich bin gerade so am Reden, dass ich nicht mal mehr mich auf das Spiel gerade konzentrieren kann. Und dann einfach im Splitter so komisch mit so komischen, ja, so Plastikautos, wo du dann das aufladen konntest und das dann von A nach B gefahren bist und so Strecken. Ja. So dann meinetwegen, so die Strecken gebaut hast, wo du dann meinetwegen so Fernkraft, so Kraftfahrer auf kleiner Ebene, weißt du? So dann du hast den Split von da nach da gefahren, aber nicht einfach kreuz und quer, sondern wirklich über die Straße, die du da so Ich weiß, wo wir meinetwegen hatten auch früher gebaut immer hast, weißt du? gerne Bruder Spielzeug. Das sind diese Plastik-Landmaschinen-Gedönse. Das ist eigentlich immer überall bekannt. Keine Ahnung. Wenigstens hier, damit haben wir auch immer gefahren und da haben wir auch meist immer einen Sandkasten oder Sandhaufen, weil eben irgendwas gebaut wurde, umgeändert wurde bei uns. Und dann haben wir da einfach schön Wege gebaut oder ein Land gemacht mit Flug dahinter und dann ein bisschen rumgeflügt. Es ging auch alles schön und alles. Weißt du, das Ja. ist so, ich wette mit dir, du wirst kaum mehr einen finden, der so da was gemacht hat, wie du es jetzt zum Beispiel gemacht hast. Du wirst so kaum mehr einen finden.
Sehe ich doch schon mal bei meinen Schwestern. Also die sind auch schon wieder was anderes. Die sind auch mehr fernsehgebunden, wie damals waren. Oder ach Gott, Fernsehen. Wenn die draußen sind, die sind komplett anders. Wir haben früher in Büsche gespielt, haben Höhlen gebaut. Ja, ohne Scheiß, sowas habe ich auch gemacht. Wir saßen in Schlohn, wir waren abends voll nass, Mutter und also Matsch überall und keine Ahnung. Und die heutzutage, die gehen raus, nee, Mutter, das ist matschig. Und ja, ekelhaft. Also natürlich würde ich mich lange jetzt nicht mehr in diesen Matsch setzen. Aber das würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Aber, wenn ich aber so, du hast da früher Spaß drin gehabt. Das ist schon mal, es ist wirklich schön gewesen früher so. Also es ist schon wirklich, man muss da schon sagen, ich erinnere mich so eigentlich ganz gerne an meine Kindheit zurück, weil ich da eigentlich relativ viel Spaß hatte, was so meine Freizeit anging. Mein Cousin, mit dem habe ich mich immer gut verstanden, weißt du, der war, hat auch so Need for Speed hat der gespielt, durch den bin ich eigentlich so ein bisschen da dran gekommen, also zumindest an das neue, damals neue Underground. Da habe ich mal gesagt, Papa, kannst du mir das bitte kaufen oder brennen? Und dann hat das gebrannt und dann ging das nicht, weil meine Grafikkarte so schnell war, dann habe ich gesessen, oh Mann, oh. Dann habe ich zum Geburtstag eine neue Grafikkarte gekriegt, dann konnte ich das endlich spielen und dann war ich überglücklich. Weißt du, da war ich vollkommen zufrieden mit der ganzen Sache. Das hat mir so Spaß gemacht. Weißt aber du? Kennst du auch mit den Kleidern heutzutage und früher? Früher war das bei uns in der Schule, du an der Garderobe geguckt, ist alles bunt. Mädchen liefen mit einer gelben Jacke rum, ein Junge mit einer blau-gelben, keine Ahnung, irgendwas Buntes halt. Auch die Garderobe. War das bei euch auch so? Keine Ahnung. Oh. Also jeder hatte ja, du hast dich nicht drauf geoutet, oder Mädchen liefen mit Jeans rum, kleines, also in der Grundschule oder so. Ja, in der Grundschule. Das ist ja voll anders. Ich habe hab meine Schwester abgeholt, gucke ich an die Garderobe, pink, 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 rot, lila, pink, rosa. Oh ja, oh ja. Grün, blau, blau, grün, blau, grün, alles schön jung. Ja, ja. Das war bei uns alles bunt, also ganz anders. Ohne Scheiß, ich glaube, diese Folge, die müssen wir versuchen, wirklich irgendwie zu verbreiten. Ich glaube, diese Folge ist die erste, die es auf meinem Kanal würdig ist, wirklich ein paar Aufrufe zu bekommen, finde ich persönlich. Weil ich glaube, dass ich jetzt gerade im Prinzip so mir gerade so in Gedanken bin und drüber nachdenke, was ich sage. Ich glaube, ich muss da mir irgendwas überlegen. Irgendwie muss das. Aber das ist auch so schwer geworden. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Fest steht auf jeden Fall, dass ich meine Kindheit an sich fand ich echt cool. Und ich habe meine Oma über alles gemocht. Die war echt immer, weiß immer, wenn ich da war, hat schön Essen und sowas gemacht und was weiß ich. Das war immer so lecker, alter Schwede, ey. Da habe ich gegessen wie ein Weltmeister, dann habe ich da auch ein bisschen, weißt du, habe ich ja kaum Limo getrunken, weißt du, da habe ich dann Wasser getrunken, habe ich Wasser gekriegt und dann bei meiner Oma, da hatte ich ein bisschen einen Schluck Limo gekriegt, weißt du, und dann, ich konnte einfach nach draußen gehen, vor der Tür, direkt was spielen, weil hier muss ich erst rausgehen, um die Ecke und ein paar Meter laufen, muss ich erstmal an den Spielplatz kommen, weil da heute gar keiner mehr ist, weil da nur noch irgendeine Scheiße draufsteht, da steht gar nichts mehr, da ist einfach alles wieder abgerissen, weil es entweder zerstört ist oder von irgendwelchen Typen mit diesem Spray voll gesprüht ist. So was haben wir auch nicht. Obwohl bei uns sind alles meistens nur so ab der so Graffitis. Oder ab 7. Klasse, da war das mal alles voller Rauch und die Scheiße. Dann fingen sie alle an zu rauchen. Ach du Scheiße, ja, da können wir auch gut dran erinnern. Setzen sie sich dahin und finden das alle cool. Ja. Ja. Wie gut, dass ich zu denen nicht gehöre. Also ich bin da eigentlich immer, ich bin da gar nicht so Mainstream gewesen. Ich war immer anders als die anderen. Ich war immer eigentlich immer mit einer der Kleinsten, was heute nicht mehr der Fall ist. Mit heute bin ich immer der Größte, weil 1,96 ist ja bei weitem nicht klein. Weißt du, früher war ich immer mit einer der Kleinsten der Klasse. Da war ich bei keinem weiter groß. In der 10. war ich mit 1,85 ungefähr der eins von den Kleinen. Was? Also die anderen waren alle größer. Ich habe so viel Spinat gegessen. Spinat ist mich unnormal lecker. Spinat und Fischstäbchen und Püree. Kennst du die auf dem Schlot? Was für ein Teil? Kennst du auf dem Schlot, also ein Graben. Ja. Da ist doch immer teilweise sowas Grünes drauf. So dieses Entengrütze. Alter. Kennst keinen Graben. So ein Schlot, also so ein Wassergraben. Und wenn da mal ein bisschen mehr Gras drumrum ist, irgendwann kommt da so eine grüne Schicht drauf.
So, jetzt was versuchst du mir zu erklären? Kennst keinen Graben mit grüne Scheiße obendrauf? Was ist für dich grüne Scheiße? Boah, ey. Ich schick dir den Link. Ja, das hilft aber nicht viel. Du kennst doch sowas hier, kennst du doch. Warte. Ja, ich warte. Ja, Skype. Da. So. Guck dir das Bild doch mal an. Ah, doch, ja. Grüne. Ja, genau. Und da gibt es auch so einen schmalen Graben, wenn du so hinterm Haus bist oder so, bei uns wenigstens. Und nicht grün, das sieht so aus wie Spinat. Das ist ein bisschen anders ist. So jetzt nicht unbedingt je nach Gras und der Bäume und so ein Scheiß. Da habe ich früher eiskalt gedacht, das, was da oben schlot ist, ist Spinat. Oh, lol. Das ist das Essen. Da bin ich nur noch gewundert, wie kann man das essen? Das ist doch ekelhaft. Aber, ja, keine Ahnung. Hat sich irgendwann mal rausgestellt, das ist was anderes. Ja, also fest steht auf jeden Fall, die heutige Jugend ist so viel anders. Ich denke mir manchmal, what the fuck, Junge, was ist das? Was ist hier los? Das war schon in der 10. Klasse, wie frech die Kinder waren in der 5. oder 6. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich Schiss vor den 10-Klässlern hatte. Und mittlerweile muss man Angst haben, dass man von den, Fünftklässler Frauen wird. ja, so, ist natürlich extrem, aber Ja. so muss man, so, rein theoretisch so ausgedrückt ist es richtig. Das ist schon, also das ist echt extrem, das Das, ist. was von mir jetzt ziemlich häufig gesagt wird, das hätte früher nicht gegeben. Ja. Das sagst du meinen Schwestern aber auch, sowas hat es früher nicht gegeben. Ja, Da sagt das meine ist. Mama immer, früher, früher, früher. Ja, früher war alles besser, das stimmt ja nicht, aber. Also, das ist auf jeden Fall diese ganze. Das habe ich aber auch miterlebt mit dieser ganzen Raucherkacke. Da sind die dann teils in der Schule dann rausgelaufen aus dem Schulhof und haben dann geguckt, dass sie von den Lehrern entdeckt wurden und was weiß ich nicht alles. Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Und ich hab da noch nie viel von gehalten, weil ich habe mir immer gedacht, das gibt eh nur Ärger. Erstens. Zweitens kostet der Scheiß ein Heidengeld. Und drittens. Ist das gesundheitlich einfach für den Arsch? Habe ich mir gedacht, ne, lass das mal lieber bleiben, Junge. Rauchen kostet Geld und Geld habe ich sowieso nicht. Also von daher, warum soll ich rauchen? Man brauchst du ja nicht. Ich weiß. Das ist aber das Problem, ist, du wirst von so vielen als cool angesehen. Das ist es aber ja nicht. Finde ich, es ist in keinster Weise, hat das was mit Coolheit zu tun. Das ist einfach Doofheit, sich sein Leben so kaputt zu machen. Aber andererseits muss man natürlich sagen, dass diese Kacke natürlich auch ordentlich Geld für den Staat bringt, ne? Ja. Das Das nutzt ist. sich noch wieder aus. Natürlich ist das ausgenutzt, aber das ist. Das. Stell dir mal vor, die gäbe es nicht. Was meinst du, was du dann alles von deinem Geld noch abdrücken müsstest? Das ist wieder eine andere Geschichte. Deswegen verbieten würde ich auf keinen Fall. Vor allem muss man ja auch nicht davon krank werden oder. Es ist ja nicht garantiert quasi. Es ist auf jeden Fall, die Wahrscheinlichkeit ist da, aber es ist nicht extrem, dass du jetzt meinetwegen so unbedingt das große Pech hat, dass jeder das große Pech hat und, weißt du, statt 80 nur 70 Jahre alt wird. Aber was auch wieder ein Unterschied ist mit zum Beispiel mit den Rauchen, mit dem Geld war. Also ich würde mir denken, mein Vater hat so gesagt, ja, früher konntest du eine Schachtel Zigaretten mit 17 oder sowas da drin sind für eine Mark kriegen. Ach du Scheiße, okay, da kann ich mich nicht dran erinnern, ne. Jetzt, ja, ich auch nicht, aber er zum Beispiel war, aber jetzt Ja. heutzutage, was kostet eine Zigarettenschachtel? Vor 5, 6 fünf, Euro. 5 Euro irgendwas, glaube ich. Da Und da ist ja sind dann, ich normal. glaube, 20 Stück oder sowas oder 19. Manche sind 21, ich meine, das sieht man ja auch so Werbeplakaten, sehe ich das dann, ja, weißt du. Mein Vater hat ja früher selber geraucht. Also dadurch ist meine Lunge sowieso im Arsch. Das ist ja eine andere Geschichte. Bei mir wird das schon gar nichts mehr ausmachen. Ich bin ja schon verseucht mit der Scheiße. Das kenne ich von meinem Vater, der doch bis vor, wie lange raucht er jetzt nicht mehr? 5 Jahre oder Ja, so? mein Vater ja auch. Der hat auch aufgehört. Hat er gesagt, der war, das Und war. aber das war immer so, du stehst rechts neben ihm, Rauch, kommst zu dir.
gehst auf der anderen Seite, Rauch kommt zu dir. Also egal wo du stehst, Rauch kommt zu dir. Ja, eben. Du hast nicht Rauch und dann ziehst du automatisch und dann bist du... Dann, das ist nur das Problem, du bist ja dann noch, das ist ja noch viel gesundheitsschädlicher für dich. Passivrauchen ist schlimmer als Aktivrauchen. Eben. Deswegen meine Lunge ist so, die ist im Arsch im Prinzip, das ist vorbei. Das, da habe ich viel zu viel für eingeatmet schon von dem Scheiß. Aber ich wollte, war ich da 16 oder so, dann sagte ich zu meinen Eltern, hier, bring mir, ich möchte mal rauchen. Dann haben zu mir gesagt, ja, verbieten tun wir dir das nicht. Wenn du rauchen willst, dann rauchst du sowieso. Und da haben sie noch gesagt, hier, bevor du die irgendwie Zigaretten klaust oder so, bringen wir die lieber welche mit. Oder so noch Stress geht. Meine Mama hat mir mal eine Packung Zigaretten mitgebracht. Oder so Tabak zum Drehen. Und da ajo, recht locker. Und dann hast du gequarzt? Ja, aber nicht viel. Keine Ahnung, meist habe ich weggeschmissen. Zum Arsch finde. Obwohl ich hole mich jedes Jahr hole ich mir eine Packung Zigaretten. Das ist am 31. Dezember. Lol. Ja, Silvester, dann brauche ich nämlich so einen Böller anmachen. Das geht nämlich deutlich besser mit Zigaretten als mit so einem scheiß Feuerzeug. Nö, ich habe noch nie aktiv selber geraucht, noch nie. Will ich auch gar nicht, weil... Also noch Zigarette nein. Nein. Das ist eine Seltenheit, ich bin eine Rarität. Das will ich selten. Weil die meisten hatten das schon. Nö, ich nicht. Ich habe nur dieses Passivrauchen, aber das ist auch schlechter, weißt du. Aber... Nimmst du überhaupt noch auf? Ja. Weil ich noch am Bauen bin hier. Ja, das sehe ich nicht. Ich gucke hier einfach in eine Richtung, blöd. Du stehst da oben. Ja, ich drehe jetzt mal meine Sicht in die Richtung. Oder hier ist Baum. Gucken wir mal in die Richtung. Das sind ein paar Blümchen. Sind geändert. Und nö, ich habe da auch nie das Verlangen danach gehabt. Ich glaube doch einmal, glaube ich. Da habe ich gedacht, oh, komm, probierst du die Scheiße jetzt mal oder nicht? Weil jetzt, dann habe ich, da hab ich gesagt, ich hatte schon Feuerzeug, hatte ich. Dachte mir, soll ich oder nicht? Ne, lass die Scheiße bleiben. Nachher, weißt du, willst du diese Kacke wieder haben und wieder und dann ist vorbei für dich. Und ich wollte mir nicht schon in jungen Jahren, außerdem machst du die Zähne damit kaputt, vor allem, ne? Mhm. Ich meine sind sowieso verfärbt, komischerweise. Ich kann die schrubben wie ein Irrer, da passiert irgendwie nichts. Das ist total bescheuert. Ich habe mit meinen Zähnen nie was zu tun gehabt. Nee, ich auch nicht groß. Die waren nur ein Löchlein, aber das ist alles. Ist ja normal irgendwo. Auch mit Weisheitszähnen habe ich nix. Nee, ja, ich also, ach Quatsch. Die sind da, irgendwo kommen sie auch an, glaube ich. Teilweise sind sie schon da. Ich sehe mich nicht. Lassen sie kommen. Ja. Also die Folge wird auf jeden Fall was länger und ich werde hier auch gucken, dass ich die hochlade. Die komplett. Auch wenn das wahrscheinlich mich umbringen wird. Mal gucken, je nachdem. Vielleicht, wenn mein Vater arbeiten ist, lasse ich den vielleicht durchlaufen, den Rechner. Aber sonst muss ich nicht. Sonst rückt mein Vater um. Ich meine, der verbraucht dann ja nicht bei weitem nicht so viel Strom, wenn ich das nur hochlade. Als wenn ich das jetzt zum Beispiel, wenn ich den brennen lasse die ganze Nacht. Weil dann ist hier, steht die CPU unter Volllast und was weiß ich, weiß nicht alles. Aber naja. Fakt ist auf jeden Fall... Meine Kindheit ist an sich ganz anders. Also das ist, ich meine, das ist Rarität, dass ich weiß nicht, das ist wirklich so. Früher war alles um einiges um alles besser. Nee, warte. Einige Sachen waren besser und einige Sachen einfach schlechter. Man kann das in den Verhältnissen, die waren anders. Guck doch mal heute die Landwirtschaft an. Gegenüber, also keine Ahnung, du siehst ja sehen nichts mit, aber früher sagen wir so, da hatte ein ganz normaler Landwirt 10 Kühe oder 20 ja, und dann kam so die rund. Und hatten ganz normale Traktoren, so kleine und Ländereien. Ach, wo denkst du jetzt hin? Die müssen nicht alle, was weiß ich, wie viele Kühe haben, damit die überleben. Ich meine, guck mal, meine Opa und Oma, die hatten früher Landwirtschaft, die hatten 20 Kühe und ja, die kamen über die Runden. Die hatten noch, dann sagen wir so, knapp, was hat mein Vater pro Kuh, kannst du einen Hektar Land rechnen, dann hatten die 20 Hektar Land mit Korn, Gras, zum Heumach, irgendwo eine Kühe laufen lassen und so Scheiß. Damit kamen sie über Runden. Heutzutage haben die Landwirte aber um die 400 Kühe, 400 Hektar Land und dann diese riesen Häuser auf Rädern, damit die irgendwas beackern können. Das ist doch auch nicht mehr das Wahre vom...
Ja, wo du recht hast. Ich meine, guck mal, das ist so weit gekommen, dass für die Milch ein Mindestpreis festgesetzt werden musste. Also ansonsten kämen die, würden die behaupten, sonst wäre das für ein Arsch. Die haben nichts verdient. Die Milch muss einen bestimmten Preis kosten. Muss. Das ist Ja. festgesetzt. Die darf nicht weniger als dieser Mindestpreis sein. Ja, toll, ja. Ich glaube, ich werde mir das nochmal eben so ein bisschen angucken, was du da machst, bevor ich jetzt hier wirklich die ganze Zeit nur noch sinnlos so drum rumstehe. Okay, ich sehe das hier. Oh mein Gott, ich hatte gerade einen Ruckler. What the fuck, das gibt's ja gar nicht. Oh Gott, kann es sein, dass meine Platte voll wird? Ich glaube, wir müssen aufhören, Berti. Ja, gut. Ja, ich glaube, meine Platte ist voll. Willst du nicht noch gucken? Ich habe mir das schon ein bisschen so angeguckt jetzt hier. Aber ich würde sagen, das war auf jeden Fall mal eine etwas längere Folge. Ein bisschen informativer als die anderen. Und diesmal würde ich wirklich darum beten, dass. Bitten, nicht beten, darum bitten, dass das Video irgendwie verbreitet wird. Vielleicht auch einen Daumen hoch oder Daumen runter, falls euch das nicht gefallen hat oder was weiß ich. Auf jeden Fall wäre es nett, wenn das Video verbreitet werden würde, weil das würde mir auf jeden Fall helfen und das finde ich echt cool. Na, 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 Was jetzt? na. Na, na, na. So. Okay, bis nächste Woche würde ich sagen. Ja, jo. Tschüss. Tschüss.